Mein Name ist Tim Alrich, ich bin 31 Jahre alt und lebe nach Abschluss meines Medizinstudiums wieder nahe meiner Geburtsstadt Schwerin im wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern. Geprägt durch die reizvolle und facettenreiche Natur meiner Heimat, fotografiere ich seit vielen Jahren leidenschaftlich insbesondere die vielfältigen Lebensräume Mecklenburg-Vorpommerns. Der Anstoß zur Entwicklung einer eigenen Bildsprache und professionellen Bildergebnissen war mein Ehrgeiz, genauso gute Bilder zu machen wie diejenigen, die ich seit jeher bewundernd in Zeitschriften wie Geo oder National Geographic angeschaut habe. Als Markenbotschafter der Carl Zeiss AG und Perfektionist fotografiere ich ausschließlich mit den Objektiven von Zeiss. Wenn ich die fotografischen Momente der letzten Jahre gedanklich Revue passieren lasse, dann sticht aus vielen atemberaubenden Stimmungen und Erlebnissen eine Situation besonders hervor. Mein erster Sonnenaufgang an der Kreideküste von Rügen begann in tiefer Nacht mit einem langen Fußweg durch den stockfinsteren Buchenwald des Weltnaturerbes, gefolgt von einem anstrengenden Abstieg zum Ufer. Die Küste war bei an sich klaren Verhältnissen durch die Kälte der Nacht noch in dichten Nebel gehüllt. Als die Sonne endlich über den Horizont kroch, löste sich der Dunst auf, rosa Schleierwolken wurden sichtbar und die Glut der Morgensonne färbte die imposante Küste rot-golden ein. Erst jetzt konnte man die gigantischen Ausmaße der Kreidefelsen erkennen. Mein Tipp zur Gestaltung eines guten Fotos ist, sich vorher mit den Gegebenheiten vertraut zu machen und sich beim Komponieren des Bildes viel Zeit zu nehmen. Zuerst muss man eine Szenerie in Ruhe mit den Augen betrachten und das Bild im Kopf entwickeln, bevor man mit der technischen Umsetzung beginnen sollte. Es gibt so viele wunderbare Momente in der Natur, so viele kleine und große Wunder, so unendlich viele Farben. Jeder Mensch bekommt nur einen winzigen Teil dessen, was täglich auf der Welt passiert, mit. Es gibt an jedem Ort, jeden Tag einen Sonnenauf- bzw. Untergang, mal mehr und mal weniger spektakulär und dennoch stets einmalig. An jedem dieser Orte gibt es tagtäglich wiederum wetterbedingte Besonderheiten, jahreszeitliche Unterschiede und unvorhersehbare Phänomene, sodass kein Augenblick ist, wie ein anderer jemals zuvor war bzw. in Zukunft sein wird. Man kann als einzelner Mensch nicht ansatzweise all diese Facetten erfassen, geschweige denn fotografisch dokumentieren. Ein wichtiger Gedanke meiner Arbeit ist deshalb der, dass meine Fotografien nur ein kleines Puzzlestück des großen Ganzen sind und es nur durch eine Zusammenarbeit aller Naturfotografen möglich ist, einen Teil der enormen Biodiversität zu dokumentieren und auf diesem Weg zu bewahren. Um Schützenswertes aufzuzeigen, muss man nicht weit reisen und zum Beispiel das 100.000. Bild des Grand Canyon machen. Vielmehr benötigen die nicht unter gesondertem Schutz stehenden und weniger beachteten Naturgüter dringend fotografische Hilfe. Die gute Nachricht ist, dass diese Orte überall zu finden sind. Jeder kann direkt vor seiner Haustür damit beginnen, nach ihnen zu suchen. Jeder kann seinen Teil dazu beitragen, die Artenvielfalt und Schönheit unseres Planeten auf fotografische Art und Weise aufzuzeigen und zu schützen. Über das Medium Bild bringt man Menschen mit der Natur zusammen. Und genau hier seid ihr gefragt. Zeigt uns eure emotionalsten Momente in bzw. mit der Natur. Je eindrücklicher ein Bild ist, desto tiefer bindet man die Betrachter. Die Fotografien sind ein Multiplikator von Emotionen für die Natur und letztendlich Initiator von gelebtem und vor allem aus eigenem Antrieb gewolltem Naturschutz. Ich bin überzeugt davon, dass die Fotografie eine Schlüsselposition im Naturschutz einnimmt. Denn nur was man sehen, fühlen und nachempfinden kann, bewegt einen dazu, aktiv zu werden und Naturschutz zu betreiben. Wir alle sind Botschafter unserer Erde. Seid behutsam, öffnet eure Augen und spürt den Herzschlag der Natur.